Lange galt der Spruch, Handwerk hat goldenen Boden. Heute ist so mancher der Meinung, dass den Handwerkern zum Teil der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Die Abschaffung des Handwerkerbonus ist derzeit heftiger Streitpunkt. Wie steht die Wirtschaftskammer zu dieser prekären Situation? Naja, ich habe es auch jetzt neu erfahren. Also muss ein Faschingsscherz sein, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist eine gute Sache und da hat man endlich was Gutes gemacht und jetzt wird überlegt, diesen wieder abzuschaffen. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, wer da welche Ideen ausbrütet. Ich kann nur sagen, das kann nur ein Faschingsscherz sein, weil der Staat kassiert Mehrwertsteuer, gibt dann natürlich das eine oder andere wieder zurück an den Kunden und so wird auch die Schwarzarbeit oder der Pfusch eingedämmt. Aber weiß nicht, scheinbar ist das Finanzministerium will wieder die Pfuscher forcieren. Ja, das Finanzministerium hat natürlich große Probleme, wenn sie die Kasse aufmachen, es ist nichts drinnen. Also muss man wieder etwas füllen. Aber gerade die Wirtschaft ist es ja, die nicht besonders mit Glacé-Handschuhen angegriffen wird. Denken wir eben nur an viele einzelne Situationen, wie zum Beispiel die Nebenkosten, Lohnnebenkosten, die ja schon seit langem ein Brandherd in der Wirtschaft sind. Naja, die Lohnnebenkosten sind eben der Faktor, wo eben dann viele Leute leider Gottes nicht zu diesen Facharbeitern oder zu den Betrieben gehen, sondern diese Arbeiten, wie man schon so sagt, im Pfusch ausführen lassen. Und das kann nicht der Sinn der Sache sein, dass man sagt, okay, wir bilden Leute aus, wir wollen sie beschäftigen, wir wollen wieder Leute mehr und mehr in den Arbeitsmarkt bringen. Und dann gibt es solche Ideen, dass man sagt, okay, jetzt wieder eine gute Sache abschaffen und die Lohnnebenkosten, eine Senkung. Okay, es wird jetzt diskutiert über diese Halbierung dann bei den Arbeitslosen. Aber das ist ein guter Ansatz, muss ich sagen. Aber in Wirklichkeit geht hier nichts weiter. Immer wieder wird die Aussage des Finanzministers zitiert, man habe im Fiskus keine Einnahmen, sondern Ausgabenprobleme. Naja, dann soll er das erledigen, der liebe Herr.